Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch erst einmal einen schönen Dienstag. Ja, nicht nur des Schlafens willen ist es heute etwas später geworden, sondern ich hatte noch ein paar wichtige Sachen zu erledigen. Und dadurch ist es nun jetzt schon, ja, muss ich gucken, von hier kenne ich es gar nicht, mit der Brille, ja, kurz vor zwei, dass ich das Video aufnehmen kann. Bis es dann drin ist, dauert es ja immer auf allen drei Plattformen eine ganze Weile. Ja, wir waren gestern fertig geworden mit den Biografien, den letzten aus dem Band Nummer 16 der großen Chronik Weltgeschichte und kommen nun zum 17. Band und der 249. Geschichtsstunde von Egon. Vorher noch mal so zwei Worte. Ja, gestern hat ja wieder mal die Frau Merkel wieder mal die Taschen derer gefüllt, die sowieso schon genug voll sind, indem sie wieder so ein Freihandelsabkommen mit Japan unterzeichnet hat. Was, wie wir noch alle erleben werden, diese ganzen Freihandelsabkommen weniger der normalen Bevölkerung nutzen werden, sondern mehr denjenigen, die jetzt schon die ganze Welt ausrauben. Denn wir wissen ja, wenn es um unsere Belange geht, wird gerechnet, bei anderen nicht. Ja, dazu gleich wieder übergehend zu dem Herrn Genossen Heil und seiner Grundrente. Hört sich alles schön und gut an, aber das ist mit der SPD so wie der Frau Petri. Die können noch so gute Reden halten und noch so gute Vorschläge machen. Wer nimmt sie noch ab? Wer nimmt sie noch ab? Und sie wissen doch ganz genau, dass sie momentan überhaupt gar keine Chance haben, das durchzusetzen. Warum ist das der SPD nicht eingefallen, also noch bei 30, 32% waren? Warum fällt ihnen das jetzt erst ein, wo sie bei 15, 14, 13, 16% sind? Ganz einfach, weil sie wieder ein paar Prozente gut machen wollen bei der Europawahl, bei den kommenden Kommunalwahlen und bei den Landtagswahlen. Ihr seid einfach nur Schauspieler und es ist schon wieder ein Witz, was da wieder für Einschränkungen macht, mit 35 Jahren und bla bla bla. Ja, was ist mit einem, der 30 Jahre lang geschafft hat und seine Knochen kaputt waren durch irgendeine Krankheit oder sonstiges? Und bekommt dann die sogenannte Erwerbsunfähigkeitsrente. Die bleiben wieder wohl, wie es aussieht, dabei außen vor. Es wird einfach nur wieder eine Spaltung der Gesellschaft, die SPD da betreibt, um wieder ein paar eventuell besser zu stellen, was aber, wie gesagt, wahrscheinlich nie kommen wird in der Form. Und wieder ein paar mehr zu haben, die in der, die man dafür verkauft. Komischerweise gibt es bei den sogenannten Zuwanderern keine Unterschiede, egal wie alt die sind, egal was geleistet haben sie ja hier noch nichts. Da gibt jeder, kriegt jeder, hat einen Anspruch und ein Recht auf alles, was der Deutsche hat. Da wird nicht geguckt, ob da irgendwo eine Lebensleistung erbracht hat oder sonstiges. Nur der Deutsche muss immer erstmal eine gewisse Leistung erbracht haben, um zumindest in diesem Land das eigentlich gesetzlich festgelegte Existenzminimum haben zu dürfen. Das dazu, ich hoffe doch, dass es nicht mehr zu viele dumme Deutsche gibt, die auf diese ganzen Spielerchen mit abgast werden und plötzlicher Entdeckung des Ostens und angeblich kümmern um die Rentner, die nicht viel haben, dass die da nicht mehr drauf reinfallen, weil er müsste es ja eigentlich jetzt schon. Die im Westen seit 74 Jahren und wir seit 29 Jahren festgestellt haben, dass das alles immer nur sogenanntes Wahlkampfgeplänkel ist. Ja, da will ich mal loslegen heute mit dem neuen Band. Ich zeige ihn noch mal kurz für diejenigen, die ihn sich vielleicht irgendwo bestellen können. Direkt kaufen wird man nicht mehr können, weil ich komme in Buchhandlungen, in guten Buchhandlungen in der Regel, bestellt man das und dann bekommt man das relativ schnell. Die Teilung der Welt 1945 bis 1961. Da haben wir den berühmt-berüchtigten Grenzer, der über die Grenze springt. Und natürlich den Wirtschaftsaufschwung im Westen.
mit einem tollen Auto. Und hinten, das hatte ich ja schon vorgelesen gestern, um was es jetzt geht im neuen Band. Und heute geht es weiter. Natürlich noch mit dem Jahre 1945, hat sie schon angekündigt. Es werden noch ungefähr, nicht ungefähr, es werden noch 6 Teile werden. 4 A3 Doppelseiten und 2 A2 Doppelseiten. Also insgesamt, jetzt muss ich kurz rechnen, 3 mal 3 sind 12, 14, 32 Seiten in diesem Buch, die nochmal das Jahr 1945 umfassen. Ja, los geht's heute mit dem ersten Tag nach diesem 8. Mai, und zwar mit dem 9. Mai 1945. Kapitulation erneut unterzeichnet. In Berlin-Karlshorst setzen um 0.16 Uhr Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg und Generaloberst Hans-Jürgen Stumpf ihre Unterschriften unter die Kapitulationsurkunde. Für die Alliierten unterzeichnen Marschall Georgi K. Schukow, UdSSR, Luftmarschall Arthur William Tedder, Großbritannien, Generalleutnant Carl A. Point Spaatz, USA und General Jean de Lattre de Tassigny, Frankreich, das Dokument. Das Eride, Entschuldigung, hier ist ein Fleck drauf, das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa ist damit endgültig besiegelt. Bereits am 7. Mai war in Rom die Kapitulation aller deutschen Streitkräfte unterzeichnet worden. Die Zeremonie hatte zwar im Beisein eines Vertreters der Roten Armee stattgefunden, dennoch bestand die UdSSR auf eine Wiederholung der Unterzeichnung in Berlin. Und da haben wir das Dokument. Na, man kann es nicht lesen, ist alles so ein bisschen unleserlich. Und ich schreibe, drunter steht die Unterschriften unter der Kapitulationsurkunde von Berlin-Karlshorst, obere Reihe von links, Klammer zu, Hans-Georg von Friedeburg, Wilhelm Keitel, Hans-Jürgen Stumpf, Mitte Luftmarschall Arthur William Tedder, Marschall Georgi K. Schukow, unten Generalleutnant Carl A. Point Spaatz und General Jean de Lattre de Tassigny. Das ist dieses Dokument, was uns in die Knechtschaft führte, ne? Die bis heute andauert. Denn wir wissen ja und sehen es ja jeden Tag, wie wir nach wie vor zumindest Vasall von drei dieser Leute sind, drei dieser Alliierten, Frankreich, Großbritannien und den USA. Die Sowjetunion, die war anständig und hat 1990 alles abgezogen hier, so wie sich das gehört hat. Weiter geht's mit dem 9. Mai 1945. Alliierte verkünden Sieg. Einen Tag nach Inkrafttreten der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reichs wenden sich die führenden Staatsmänner der alliierten Mächte, der US-amerikanische Präsident Harry S. Point Truman, der britische Premierminister Winston Churchill und der sowjetische Staats- und Parteichef Josef W. Stalin in Rundfunkansprachen an die Völker ihrer Länder. Sie geben dabei ihrer großen Freude über den errungenen Sieg über den deutschen Faschismus und seine Verbündeten Ausdruck und gedenken der Millionen Opfer, die der Krieg gefordert hat. Premierminister Churchill blickt in seiner Radioansprache noch einmal auf den Kriegsverlauf zurück, wobei er besonders den Anteil der mit Großbritannien verbündeten Staaten, USA und Sowjetunion am gemeinsamen Sieg hervorhebt. US-Präsident Truman erklärt unter anderem, Entschuldigung, dass es jetzt darauf ankomme, alle Anstrengungen für einen baldigen Sieg der Alliierten auch gegen Japan zu unternehmen. Zitat: Der im Westen errungene Sieg muss jetzt auch im Osten gewonnen werden. Die ganze Welt muss von dem Bösen gesäubert werden.
Zitat Ende. Oh, da sehen wir, wer das Böse ist. Heute sehen wir, wer das Böse ist. In Venezuela wird jetzt der nächste Krieg angerührt von den Guten. Der sowjetische Staatschef Stalin erinnert in seiner Rede aus Anlass der militärischen Niederwerfung des Deutschen Reichs an die ungeheuren Leiden der Völker der UdSSR in diesem Krieg. Trotzdem habe die Sowjetunion nicht die Absicht, aus Rache Deutschland zu zerstückeln. Und da haben wir noch zwei Bilder dazu. Josef W. Stalin Mitte mit Marschall Semjon Budjoni links und Marschall Georgi Schukow bei der Siegesparade in Moskau am 24. juni 1945. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz, das ist noch mal dieses Dokument. Ich hatte es gezeigt, ja doch, jetzt sehe ich es, jetzt kann ich mich erinnern, weil ich bin wirklich wieder ein bisschen fertig durch die Wege, die ich erledigen musste. Und da kann das immer mal passieren, dass ich ein Foto dann nicht zeige. Und das ist das Foto, was ich gerade den Text dazu vorgelesen habe. Da haben wir die drei. So. Und dann haben wir noch den größten Hasser aller Deutschen. Der britische Premierminister Winston Churchill gibt seinen Landsleuten die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs in einer Rundfunkrede bekannt. Tja, die Russen haben dann ganz schnell gemerkt, wie schnell sie wieder zum Feind geworden sind. Nachdem Deutschland zerstört war durch solche deutschen Hasser wie Roosevelt und wie Winston Churchill. So, weiter geht's. Und da kommen wir auch mal zu dem Thema von dem Video, wo er mich mal wieder gesperrt hatte. Das letzte vor den Biografien. Und da geht es wieder um die überfüllten Gefangenenlager. 9. Mai 1945. Überfüllte Gefangenenlager. Rund 11 Millionen Soldaten und sonstige Angehörige der deutschen Wehrmacht befinden sich in alliierter Gefangenschaft. Diese Zahl des US-amerikanischen Kriegsministeriums berücksichtigt nicht die Internierten in Staaten wie Australien oder Norwegen. Die große Zahl Kriegsgefangener stellt die US-Truppen vor neue Probleme. Um die deutschen Soldaten internieren zu können, werden unter anderem am Rhein Massenlager errichtet. Diese sogenannten Rheinwiesenlager befinden sich auf großen, mit Stacheldraht umzäunten und streng bewachten Wiesen oder Äckern. Unterkünfte und Baracken gibt es nur für die US-Wachmannschaften. In den Lagern herrscht drangvolle Enge, so sind allein im Lager Büderich bei Moers rund 250.000 Wehrmachtsangehörige interniert. Den Gefangenen stehen lediglich 5 Wasserzapfstellen zur Verfügung. Auch die Lebensmittelversorgung in den Lagern ist katastrophal. Die ungenügende Ernährung, der fehlende Schutz vor den Unbilden der Witterung sowie die mangelhaften hygienischen Verhältnisse in den Lagern begünstigen unter den Gefangenen die Verbreitung von Krankheiten und Seuchen. Um die Ordnung in den Camps zu gewährleisten, werden deutsche Lagerführer und eine deutsche Lagerpolizei eingesetzt, alles bestimmt Kommunisten und Sozialdemokraten. In den Gefangenenlagern der anderen Besatzungsmächte herrschen ähnliche Verhältnisse. Von den dort inhaftierten deutschen Soldaten stirbt durchschnittlich jeder Hundertste infolge von Hunger oder Krankheit. Ein Teil der rund 3,2 Millionen deutschen Soldaten in sowjetischer Kriegsgefangenschaft wird in die UdSSR gebracht und muss unter sehr harten Bedingungen Zwangsarbeit in Steinbrüchen und Bergwerken leisten. In der zweiten Jahreshälfte nehmen die Siegermächte einen Ausgleich vor, um auch den kleineren Staaten Europas die Möglichkeit zu geben, Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit heranzuziehen. So überstellen die Vereinigten Staaten rund 667.000 ehemalige Wehrmachtsangehörige an Frankreich, 64.000 an Belgien sowie 7.000 an die Niederlande. Die Sowjetunion übergibt 70.000 Kriegsgefangene an Polen und 25.000 an die Tschechoslowakei. Ja, das waren praktisch die KZs dann der Siegermächte, ne? Und da ging es den deutschen Gefangenen wesentlich schlechter als denen, die wir während des Krieges gefangen genommen hatten
und mit Baracken und allen möglichen ausgestattet hatten, ne? Obwohl sie teilweise die widerlichste Hetze gegen uns begangen haben und uns unser Land kaputt gebombt haben, die ganzen Kommunisten, Bolschewisten und Zionisten, die nicht länger geruht hatten bis 1939, bis endlich der Krieg gegen Deutschland erklärt wurde und dann zu Beginn des Jahres 1941, ich glaube sogar schon Ende 1940 war es, die ersten Bomben auf deutsche Städte fielen. Ja, so viel zu dem, aber heute mal erstaunlich, man zeigt mal ein paar Menschen, allerdings sieht es da noch so ein bisschen aus wie auf einem großen Campinglager, ne? Man geht nicht näher ran, man hätte ja auch mal einen, so wie das in diesen Befreiungsbildern von den KZs waren, mal ein paar Deutsche in Soldaten in Großformat zeigen können, wie sie abgemagert waren, etc. Das unterlässt man, aber zumindest zeigt man mal Menschen. Kriegsgefangenenlager bei Sinzig, Rheinland-Pfalz, in dem rund 116.000 Deutsche untergebracht sind. In den alliierten Kriegsgefangenenlagern sterben nach US-Schätzungen mindestens 1,2 Millionen deutsche Gefangene. Hier steht mal die Zahl. Ne? Also das häuft sich auch. Wir kommen langsam auch an die 6 Millionen, denke ich mal, ran. Ne? Und auf jeden Fall sage ich mal so, hier sehen wir noch mal ein Bild davon, wenn man sich dann anschaut, da hat man sich beschwert, dass wir in Lager, wo 9.000 vorgesehen waren, 30.000 untergebracht haben. Hier waren über 100.000 Leute in so einem Lager untergebracht, ohne jede Bedachung, ohne jede echte Schlafmöglichkeit, mit fast keinem Wasserzugang, Essen wahrscheinlich ein Brötchen und das war's am Tag so ungefähr. Aber das wollen unsere roten, linken, grünen und rot-grün-links gefärbten Konservativen, die Liberalen und die Zionisten vor allen Dingen besonders unterdrücken, wie man mit unseren deutschen Soldaten umgegangen ist, die nichts weiter getan haben, als jeder Soldat auf der Welt, nämlich ihre Befehle durchzuführen, zu erfüllen. Ne? Und heute werden nur noch die gefeiert, die genau diese Leute in Schützengräben etc. Ja, widerlichsterweise verraten und verkauft haben, indem sie getürmt sind und sonst was, ne? Die sich aus dem Staub gemacht haben und ihre Kameraden haben im Stich gelassen, ne? Und wie gesagt, ich möchte nicht die Namen kennen von denen, die damals die Bewachung gemacht haben, ne? Ich bin mir sicher, die hatten alle ein KPD und ein SPD-Parteibuch, ne? Vielleicht sogar von der Zentrumspartei, dann zukünftig CDU oder von der liberalen Partei, wie die jetzt hieß, vom Krieg fällt mir jetzt nicht ein, die dann später in der FDP waren. Das waren die, die es dann am schlimmsten mit den Deutschen getrieben haben. Und sowas ist unverzeihlich, Leute der eigenen Landsleute zu anzuzinken und zu verraten. Teilweise haben sie alle vergessen, wie vielleicht der ein oder andere noch vor dem Krieg erstmals eine Kreuzfahrt machen konnte, weil sie dafür gesorgt haben, über dieses KDF, wie sie alle Arbeit bekommen haben, etc. Ne? Und das waren dieselben teilweise, die dann schnell auf einmal alle an der Amis, an der Briten, an der Franzosen, an der Russen verpfiffen haben, nur damit sie da sicher Vorteile rausschieben können. Ich will keinen einen Vorwurf machen nach dieser Zeit und wie das da läuft, wenn das halt nun mal die Besatzer sind, wenn sie da versucht haben, sich einigermaßen zu arrangieren, weil jeder wollte überleben. Aber Leute zu verpfeifen. Das ist genauso wie heute diese Leute, die angeblich für das saubere Internet sorgen. Das sind die schäbigsten Menschen, die es auf der Welt gibt. Solche Verräter, Anzinker, solche informellen Mitarbeiter und V-Männer. Ne? Weiter geht's mit dem 11. Mai 1945. Eine Randbemerkung. Die tschechoslowakische Exilregierung kehrt aus der britischen Hauptstadt London nach Prag zurück. 15. Mai 1945. Ein Großteil der in Österreich vor den Briten kapitulierenden kroatischen Verbände wird an dem Befehl von Marschall Josip Tito unterstehenden Partisanen ausgeliefert. 17. Mai 1945. Neue Verwaltung in Deutschland.
In Berlin wird der erste Nachkriegsmagistrat in sein Amt eingeführt. Neuer Oberbürgermeister ist der parteilose Arthur Werner. Allmählich setzen die Besatzungsmächte überall im Land deutsche Verwaltungen ein. Die USA bedienen sich dabei einer sogenannten weißen Liste, die die Namen von rund 1500 Gegnern des Nationalsozialismus enthält. Briten und Franzosen greifen auf das in ihren Kolonien praktizierte Prinzip der indirekten Herrschaft durch einheimische Eliten zurück. Durch einheimische Eliten zurück. Ja, wie Indien, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. So wird Deutschland heute immer noch regiert. Die sowjetische Besatzungsmacht trifft ihre Auswahl ganz gezielt nach politischen Kriterien und sorgt dafür, dass die wichtigsten Ämter stets mit Kommunisten besetzt werden. Tja, wie gesagt, das ist das Ergebnis von heute. Heute haben wir nur noch solche ausgeprägten Kommunisten, Bolschewisten, auch wenn sie sich konservativ und liberale teilweise nennen, überall an der Macht. Und wir sehen es ja, haben Sie auch wieder in dieser Vorstellung des Herrn Broder gesehen. Man ist immer noch heute in der Lage, die Leute an die Regierung, in die Parteien oder in die Gremien, in die Parlamente zu bringen, die ihnen genehm sind und die, wie damals der Maharajas in Indien, ihr eigenes Volk unterdrücken, damit der Maharaja, indem er schön willig das erfüllt, was der Besatzer, der Kolonialherr möchte, macht, dass man ihm sein schönes Leben weiterführen lässt, ne? Als Maharaja. So war das damals und heute ist es genauso mit unseren politischen Eliten und der Prominenz, die hinten an ihrem Arsch hängt, ne? Und die teilweise auch nur deswegen Karriere macht, weil sie linientreu ist. Ne? Weil wir haben schon mittlerweile genügend Beispiele, wo Leute in der Versenkung verschwunden sind, weil sie sich gewagt haben, gegen die Politik von Merkel und Co. Widerspruch zu erheben. Ne? Und sich da nicht eingepasst haben. Und deswegen sage ich, wir müssen uns heute nur rumschauen und vor allen Dingen, wir sehen es an solchen Leuten wie Knobloch, Schuster, Broder etc., dass wir immer noch ein besetztes Land sind, dass wir immer noch nicht souverän sind, weil nach wie vor gibt es bestimmte Leute, die hier entscheiden, wer bei uns in Parlamenten und Regierungen sitzen darf. Und das ist nicht der Wähler, das ist nicht der Wähler, weil die kommen erst gar nicht bis dahin. Und selbst wenn sie es mal bis dahin geschafft haben, wird so lange gemacht, bis sie irgendwo ja, dann aus einer Fraktion fliegen oder sonstiges. Und das muss sich ändern. Und wenn die AfD dieses Spiel weiter mitmacht, dann ist sie keine Alternative für Deutschland. Dann wollen sie ein alternatives Deutschland, ich weiß es nicht. Also endlich mal durchziehen. Und diese Besatzungsart beenden und endlich die Leute, die das Volk will, regieren lassen und nicht die ein Herr Broder, ein Herr Schuster und ein Herr Knobloch oder ein Herr Hang, mir fällt schon wieder der Name nicht an, Hangendorn, nee, Helgendorn, oh, ihr wisst, wen ich meine, unser Verfassungsschützer, der aber sich nur selber oder seine Banden schützt, die ihn bezahlen, ne, von unserem Steuergeld. Ja, das sind die Leute, die hier in dem Land sagen, wer uns regieren darf, wen wir wählen dürfen. Das kann nicht sein, das ist keine Demokratie. Ich will selber entscheiden können, wen ich wählen kann und wen nicht. Alles andere ist eine Diktatur. Und dass das eine Diktatur der Zionisten ist, das sehen wir immer wieder an den Namen, die sich dabei am meisten hervortun, um hier Deutsche aus der Politik auszuschließen. Hier haben wir noch ein Bild. Arthur Werner, der neue Oberbürgermeister von Berlin, während einer Besprechung mit dem Verbindungsoffizier der sowjetischen Besatzungsmacht, Major Lipnitsky, am 18. Juli 1945. Das waren die Arschkriecher der Alliierten hier. Das waren die, die die Deutschen kaputt gemacht haben und bis heute kaputt machen. Ne? Die schon während des Krieges und vor dem Krieg gegen Deutschland gehetzt haben und ihm geschadet haben und jetzt als treuer Vasall von Briten, Franzosen, Amerikanern,
und Sowjets die Deutschen geknechtet haben, und das tun sie bis heute. Weiter geht's mit dem 23. Mai 1945, das ist der letzte große Artikel heute, und dann kommt noch eine kleine Randbemerkung. Das Ende der deutschen Reichsregierung. In Flensburg werden der deutsche Reichspräsident Großadmiral Karl Dönitz und die Mitglieder der geschäftsführenden Reichsregierung unter Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk von britischen Truppen verhaftet. Gleichzeitig besetzen britische Soldaten den provisorischen Sitz der deutschen Regierung in Flensburg und nehmen die anwesenden Minister, darunter den früheren Minister für Rüstung und Kriegsproduktion, Albert Speer, gefangen. Nach knapp dreiwöchiger Amtszeit ist damit die Existenz der letzten deutschen Reichsregierung beendet. Großadmiral Karl Dönitz hatte am 1. Mai als Reichspräsident die oberste Führungsgewalt in den noch nicht von alliierten Streitkräften besetzten Gebieten des Deutschen Reichs übernommen. Zu diesem Zeitpunkt war Dönitz bereits klar, dass die militärische Lage des Deutschen Reichs völlig aussichtslos geworden war. In Anbetracht des unvermeidlichen militärischen Zusammenbruchs versuchte Dönitz in den folgenden Wochen eine stufenweise Kapitulation zunächst mit den Westalliierten auszuhandeln. Den deutschen Verbänden an der Ostfront wollte er dadurch die Möglichkeit verschaffen, sich vor den sowjetischen Truppen nach Westen abzusetzen und sich in britische und US-amerikanische Gefangenschaft zu begeben. Ja, wie wir gesehen haben, war die auch nicht besser. Und das ist auch ein, wie soll ich sagen, zumindest in der neueren Geschichte, früher war das zwar auch Usus, aber in der neueren sogenannten zivilisierten Geschichte ohnegleichen, dass eine ganze Regierung verhaftet wird, nur weil sie Krieg verloren hat. Ne? Das gab's, haben wir weder gemacht mit den Franzosen, wo wir 1871 den deutsch-französischen Krieg gewonnen haben, noch in anderen Kriegen. Aber ja, wie gesagt, das Ziel war von vornherein, Deutschland kaputt zu machen. Und das hatte man erreicht, und nun wollte man auch jedwede Möglichkeit verhindern, dass Deutschland auch psychologisch wieder auf die Beine kommt, und hat überall nur solche, ja, deutschen hassenden Typen und Damen und Herren in unseren Regierungen platziert, die alles getan haben, damit Deutschland nie wieder Deutschland wird, was sie bis heute geschafft haben. Haben wir noch ein Bild dazu? Die Leiche des ehemaligen Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, nachdem britische Truppen den einst mächtigsten Gefolgsmann Adolf Hitlers gefangen genommen haben, begeht Himmler Selbstmord. Und dann haben wir den nächsten Abschnitt. Flucht aus Verantwortung. Zahlreiche führende Nationalsozialisten versuchen, sich der Verantwortung für ihre Taten durch Flucht zu entziehen. Wer keine Möglichkeit mehr sieht, den alliierten Streitkräften zu entkommen, zieht häufig den Selbstmord der Verhaftung vor. Am 23. Mai tötet sich der ehemalige Reichsführer SS Heinrich Himmler im Hauptquartier der britischen 21. Armee in Lüneburg. Himmler, einer der Hauptverantwortlichen für den millionenfachen Völkermord in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten Osteuropas, war am 21. Mai von einer britischen Militärpatrouille beim Versuch, durch die britischen Linien zu entkommen, festgenommen worden. Zur Tarnung hatte er die Uniform eines Feldwebels der deutschen Wehrmacht angezogen und seinen Schnurrbart abrasiert. Beim Verhör durch einen britischen Hauptmann hatte Himmler sich jedoch zu erkennen gegeben. Während der Untersuchung durch einen Militärarzt der britischen Armee vergiftet sich Himmler, indem er eine im Mund verborgene Giftkapsel zerbeißt. Bereits am 1. Mai 1945 hatte der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Josef Goebbels, vor dem Bunker der Reichskanzlei in Berlin Selbstmord begangen. Bild dazu haben wir schon gesehen, hätte ich danach zeigen können. Gut. Dann haben wir noch den letzten Abschnitt aus diesem größeren Beitrag. NS-Führung aufgespürt.
Ungeklärt ist das Schicksal des Leiters der Parteikanzlei der NSDAP, Martin Bormann. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist er bereits am 2. Mai bei einem gescheiterten Ausbruchsversuch aus dem Bunker unter der von sowjetischen Truppen eingeschlossenen Reichskanzlei ums Leben gekommen. Reichsmarschall Hermann Göring hatte sich am 7. Mai bei Zell am See US-Offizieren gestellt. Am 15. Mai gelang die Festnahme von Ernst Kaltenbrunner, früher Chef des Reichssicherheitshauptamtes der SS, der Terrorzentrale des nationalsozialistischen Regimes. Manchmal hilft der Zufall, Mitglieder der nationalsozialistischen Führungsspitze aufzuspüren, die meisten aber entkamen. Viele setzen in der Bundesrepublik Deutschland ihre Karriere nahtlos fort, andere wie Adolf Eichmann leben mit Wissen der Adenauer-Regierung im Ausland. Und da haben wir noch ein Bild. Mitglieder der letzten deutschen Reichsregierung werden nach ihrer Gefangennahme durch die britische Armee in Flensburg abgeführt. Und dann haben wir noch eine letzte kleine Randbemerkung. 26. Mai 1945. Die US-amerikanische Luftwaffe beendet eine Serie von Angriffen auf Japans Hauptstadt Tokio. Dabei zerstören rund 750.000 Phosphorbomben 50% der bebauten Fläche der Stadt. Ja, Phosphorbomben, also ein Kriegsverbrechen der angeblichen Befreier, wo auch kein Unterschied gemacht wurde zwischen Zivilbevölkerung und militärischen Zielen. Und da können sie heute sonst was erzählen, dass sie da irgendwo was gezielt getan hätten. Das war einfach nur Terror gegen zivile Opfer, gegen zivile Menschen, gegen Kinder und Frauen. Und das, was sie heute immer wieder groß den Zeigefinger heben, wenn das zum Beispiel ein Assad in Syrien genauso tut, wenn er endlich diese letzten Rattennester der Terroristen ausräuchern will und der Russe. Das haben sie damals gegen uns aber par excellence getan. Und wie gesagt, ich bleibe dabei und dazu kann mich ja keiner zwingen, diese Meinung zu ändern. Das waren keine Befreier. Diese Leute haben unser Land verwüstet ohne Ende. Diese Leute haben Millionen Deutschen das Leben gekostet und nicht nur Soldaten und nicht nur bösen Nazis, die meisten davon waren ganz einfache Menschen wie du und ich, die da ihr Leben gelassen haben in den unzähligen Bombenhageln von Briten und Amerikanern. Ne? Und auch wenn es im Krieg immer Gräueltaten gibt, wir haben zwar auch ein paar Sachen auf dem Kerbholz, aber ihr habt genauso viele Frauen vergewaltigt, unschuldige Leute einfach als Rache dann umgebracht. Ach, Amerikaner und Briten, diese waren da nicht viel besser als die Russen. Und wie gesagt, solche Leute werde ich mitnichten an irgendeinem 8. Mai im Jahre jedes Jahr feiern und auch noch huldigen. Für mich sind die Leute wichtig, die zu unserem Volk gehört haben und deren Gedenken wird durch SPD, CDU, CSU, FDP, Linke und Grüne jedes Jahr nicht nur beschmutzt, sondern auch noch unterdrückt. Die Leute, die aufrecht sind, die anständig sind und auch diesen Leuten ein Gedenken verschaffen wollen, die werden regelmäßig durch von diesen von mir genannten Parteien bezahlte wilde Horden, dreckiges Lumpenpack bepöbelt, angegriffen und sonstiges. Und das Schlimme ist, dass die Polizei sich nicht endlich wehrt und sagt, wir merken heute immer mehr, wie hier wir selber diesen ganzen Leuten ausgeliefert werden, die für die die Drecksarbeit machen und immer noch nicht dagegen sich auflehnen, sondern im Gegenteil, es immer wieder welche gibt, die ihre eigenen Kollegen und in der Bundeswehr Kameraden verpfeifen, damit sie aus dem Dienst entfernt werden und dafür so ein Rotarsch, Zionist oder Migrant eingestellt werden kann.
So ist das, ist einfach die pure Wahrheit. Und deswegen werden sie immer weniger, die sich da freiwillig in dieser Legionärsarmee verheizen lassen wollen. Weil welcher Deutsche möchte schon noch für diese Armee den Arsch hinhalten, der gegen die eigene Bevölkerung, wenn es geht, vorgeht, wenn es sein muss, anstatt sie zu verteidigen. Und wer für Israelis, für USA, Frankreich und Großbritannien die Kohlen aus dem Feuer holt, ne, der für den ihre Interessen vertritt, aber nicht unsere Interessen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Viel Spaß beim Anschauen des Videos und verbleibe wie immer mit haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.